Radio Okie Tokie, Radio Okie Tokie, Okie Tokie, von Mensch zu Mensch. Ja, wieder mal ist Mittwochabend, wieder mal ist Bachheimer Wirtschaftsblock angesagt. Wieder mal haben wir heute Kamingespräche ohne Kamin. Ich bin wieder mal in einer außergewöhnlichen Situation. Ich befinde mich gerade in einem Hotel, habe aber trotzdem heute einen sehr interessanten Gast, den Magister Gregor Hochreiter. Gregor Hochreiter ist Wiener, ist Ökonom, hat schon mehrere Bücher geschrieben und wir werden heute mit ihm darüber sprechen, was uns die Wirtschaftsdaten, die wir jetzt täglich um die Ohren geschleudert bekommen, wirklich aussagen. Und wir werden, oder besser gesagt, hoffentlich der Gregor wird diese Daten für uns analysieren und ich werde hoffentlich auch ganz geschickt diese Analysen hinterfragen. Servus, lieber Gregor, danke, dass du mit uns da heute deine Erkenntnisse teilst. Hallo, servus, vielen Dank für die Einladung. Ja, selbstverständlich. Gregor, in Zeiten wie diesen, wo wir Wirtschaftsdaten, Erholungsexzesse, kann man schon fast sagen, um die Ohren geschnalzt bekommen, müssen wir natürlich diese Exzesse einordnen, diese positiven, scheinbar positiven Nachrichten, aber auch die negativen Nachrichten, auch die Inflationsdaten. Und ich möchte es dir übergeben oder überlassen, mit welchen Datensätzen wir heute beginnen. Was liegt dir am meisten am Herzen angesichts der Sachlage im ökonomischen Bereich? Ja, nochmal vielen Dank und du darfst mich dann natürlich gerne auch unterbrechen und nachhaken. Also mein Anliegen ist, dass wir sozusagen in einer außergewöhnlichen Zeit, und wir werden das dann bei den Datenreihen sehen, ein bisschen genauer uns die Zahlen anschauen müssen, um die Narrative, die in den Medien von den Politikern oder den Zentralbankern in Umlauf gebracht werden, denen auf den Zahn zu fühlen. Es geht ja letztlich auch darum, für jeden Einzelnen sozusagen einen realistischen Blick auf die Welt zu haben. Und wir leben auch in einer Welt, die sehr stark geprägt ist vom Marketing. Und da ist natürlich vieles sehr hochglanzmäßig dargestellt oder wie es auch gerade politisch passt. Und sozusagen mit einer nüchternen Analyse, die aber hoffentlich nicht langweilig wird, wollen wir da einen Blick hinter die Kulissen werfen. Ich habe bewusst nur einige wenige Charts ausgewählt, dass man nicht sozusagen in der Flut der Daten untergeht. Ich habe mich auf Deutschland und Österreich konzentriert, also sozusagen als Pass pro Toto, aber wir können das gerne sonst auch noch weiter vertiefen mit weiteren Zahlen. So, ich schalte jetzt auf die Präsentation und hoffe, dass das funktioniert. Wie gesagt, die drei Themenbereiche, die ich mir näher anschauen möchte, sind erstens das Thema Inflation und warum die Inflation meines Erachtens nicht vorübergehend ist. Vorübergehend ist ja, oder transitory auf Englisch, das Schlagwort der Zentralbanker in den letzten Monaten gewesen, die Amerikaner. Oder der Jerome Powell, der Vorsitzende der Federal Reserve, hat das Wort transitory vor kurzem begraben, aber in der Eurozone ist es noch allgegenwärtig. Dann, warum die aktuellen Traumwachstumsraten allen voran eine statistische Illusion sind. Und der dritte Punkt, dass ein nachhaltiger Aufschwung nicht in Sicht ist. Und da werden wir dann in die Zeit vor Corona uns bewegen. Corona natürlich das alldominante Thema, aber vielleicht auch eine gute Möglichkeit, jetzt für eine Viertelstunde Corona ein bisschen beiseite zu schieben, auch wenn sich Corona natürlich in vielen Zahlen bemerkbar macht. Zunächst zur Frage, ist die Inflation vorübergehend? Auch jetzt für den weiteren Verlauf, was verstehe ich jetzt hier unter Inflation? Und zwar, ich möchte hier als Inflation einen Preisanstieg verstehen, der über der Zielmarke der Zentralbanken angesiedelt ist. Also der Einfachheit halber über 2% Inflationsanstieg im Jahr. Sie merken schon, das ist jetzt ein bisschen unsauber, weil Inflation ist eigentlich jeder Anstieg des allgemeinen Preisniveaus. Aber wenn man Schlagzeilen liest, wie die Inflation ist zurück,
dann ist damit ja natürlich eine höhere oder eine erhöhte Inflation gemeint. Und sozusagen, ich möchte für, sozusagen jetzt definieren als über 2% pro Jahr. Ich habe hier als ein Indiz eine Statistik herangezogen, das sind jetzt deutsche Zahlen, in Österreich wird es aber ähnlich sein. Die Erzeugerpreise, also jene Preise, die Unternehmer zahlen müssen, hier für die letzten 7 Jahre für Deutschland. Und die blauen Säulen sind der Gesamtindex der Erzeugerpreise und die orangen Säulen sind der Gesamtindex ohne die Energie. Das heißt, wenn die blauen Säulen stärker fallen oder stärker steigen oder über den orangen Säulen sind, dann sind die Energiepreise stärker gestiegen als die restlichen Preise oder stärker gefallen. Und was wir sehr schön sehen, und vielleicht schaffe ich das ja sogar mit dem Laserpointer, ist sozusagen, dass der Anstieg, den wir in den letzten Monaten gesehen haben, nicht nur für die letzten 7 Jahre, die hier abgebildet sind, sondern überhaupt also exorbitant war. Also in Deutschland haben wir jetzt den höchsten Anstieg, diese 18,4% im Oktober für den Gesamtindex sind der höchste Anstieg seit 1951, also seit 70 Jahren, um das Ganze nur in Perspektive zu bringen. Und das, was man aber auch sieht, ist, dass auch die Preise ohne Energie sehr stark gestiegen sind. Natürlich weniger stark als die Energiepreise, die teilweise weit im zweistelligen Prozentbereich im Positiv gestiegen sind. Aber mit einem Plus von 9,2% jetzt im November ist auch das Plus hier eines, das man über viele Jahrzehnte nicht gesehen hat. Sie sehen auch, dass im Vergleich zum letzten größeren Anstieg, und da reden wir von 3-4% pro Jahr, hier auch die Erzeugerpreise ohne Energie mehr als doppelt so stark gestiegen sind. Das heißt, der Preisanstieg ist viel breiter, als es insbesondere noch die Europäische Zentralbank die Konsumenten glauben machen möchte. Darf ich nur kurz einspringen da? Ja. Die Nicht-Ökonomen unter unseren Lesern, Zuschauern hier jetzt in diesem Falle, werden sich natürlich auch fragen, wie kann sich der Gesamtindex vom Energieindex derartig, obwohl er mitgestiegen ist, natürlich fulminant ist, aber doch, was man da vom Chart her sieht, fast die Hälfte nur im November, im Oktober, wie kann sich der dem entziehen? Was wirkt dann bremsend, obwohl die Energiepreise, weil jedes Produkt, jede Dienstleistung ist mit einem Energieverbrauch verbunden, warum zieht das dann doch nicht in gleichem Maße mit? Wie würde man sowas an Laien erklären, bitte? Ja, die Energiepreise sind ja nur ein Bestandteil der Preise, die ein Produzent zahlen muss. Es kommen die Arbeitskosten dazu, die Rohstoffe, Mieten, also all das, was halt ein Unternehmer benötigt. Und die Energiepreise sind halt besonders stark gestiegen, also teilweise jenseits der 20%. Aber die machen ja nur einen Bestandteil eben der gesamten Produktionskosten hier aus. Das Entscheidende, aber das sollte dann heißen, dass die Arbeitskosten gesunken sind? Nein. Sie sind weniger stark gestiegen. Also sozusagen also weniger stark sie sind nicht gesunken, ja? Sondern nur weniger stark gestiegen. Und eben, das, wenn, wie wir hier sehen in der Corona-Krise, wo die Veränderungen sehr gering waren, wenn die orangen Säulen hier so niedrig wären, oder sagen wir bei 3-4% in dem Bereich, dann könnte man sagen, dass die Inflation allen vorangetrieben ist durch die Energiepreise, also durch einen Faktor, okay, der natürlich auch teilweise politisch getrieben ist oder auf Sonderfaktoren zurückzuführen. Aber nachdem alle anderen Preise auch sehr stark steigen, hat sozusagen dieser Inflationsanstieg auch schon eine gewisse Breite bekommen. Auch hier wieder, es gibt natürlich Sonderfaktoren, das ist ein weiteres Argument, das immer wieder genannt wird. Und das ist natürlich korrekt, nur letztlich hat auch jede Zeit ihre Sonderfaktoren. Also da muss man ein bisschen aufpassen, denn sozusagen die reine Modellwelt, wo die Politik nicht hineinspielt oder
irgendwelche schlechten Wettersituationen, die gibt es natürlich nicht. Also ein Sonderfaktor, der im Augenblick auch hineinspielt, ist sozusagen die Lieferkettenproblematik, also der Stau auf den Schiffsrouten. Und der macht ungefähr 0,25 bis 0,4 Prozentpunkte aus. Aber auch da sehen wir, das ist also eigentlich bei einem Anstieg von 9,2%, die wir jetzt haben, fast schon vernachlässigbar. Dann haben wir auch, dass die Erzeugerpreise in vielen Ländern der Welt steigen. Das liegt natürlich daran, dass der Handel sehr stark globalisiert ist. Also das heißt, die Unternehmer zahlen gerade für die Güter, die international gehandelt werden, ja überall dieselben Preise. Aber das hat, also in China steigen aber zum Beispiel auch die Erzeugerpreise, sind im Oktober um 13,5% gestiegen. Das ist auch ein Rekordhoch. Und warum ist das sozusagen jetzt für uns wieder relevant? Nun, wir importieren diese Güter und wenn die im Preis steigen, dann wirkt sich das auch auf Europa aus, um sozusagen jetzt habe ich kurz vorgegriffen, dann gehe ich gleich zum nächsten Chart, wir kommen dann noch einmal zurück. Ein weiterer Faktor, der gerade für die Eurozone von relevant werden dürfte, ist die sogenannte importierte Inflation. Das heißt, wenn ich Güter aus dem Ausland importiere und die steigen im Preis, dann führt das dazu, dass die Produktionspreise im Inland steigen und das wirkt sich dann auch auf die Konsumentenpreise aus. Oder die Konsumenten importieren direkt Güter aus dem Ausland, dann sind die gestiegenen Preise für die Konsumenten unmittelbar bemerkbar. Was man aber jetzt auch noch sehen muss, ist, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar seit Jahresbeginn fast 8% verloren hat. Nun werden sehr viele Rohstoffe in Dollar denominiert, das heißt, man muss mit Dollar bezahlen. Und wenn der Euro gegen den Dollar jetzt an Wert verliert, dann muss man in Euro eben mehr Geld hinlegen, was dazu führt, dass der Inflationsdruck in der Eurozone, wo die Inflation aktuell noch niedriger ist als in den USA, aber also hoch bleibt oder durch diesen Faktor sogar noch weiter erhöht wird. Und was wir hier sehen, ist die rote Kurve, das sind die Einfuhrpreise, also die Preise, die ein Unternehmer zahlen muss, wenn er etwas aus dem Ausland importiert. Und die blaue Kurve sind die Ausfuhrpreise, also die Preise, die ein Unternehmer bekommt, wenn er Güter ins Ausland exportiert. Und wir sehen bei den Einfuhrpreisen zum einen hier wieder den Rückgang, im Zuge des Corona-Crashes, also sozusagen mit der ersten Corona-Welle im Februar, März 2020, wo auch die schärfsten Lockdowns waren. Und wir sehen, wie scharf sozusagen da die Preise zurückgehen. Und das Entscheidende jetzt für die Eurozone ist, und das, auch wenn das jetzt die Zahlen für Deutschland sind, aber können das ja allgemein fassen, ist, dass die Importpreise... Deutschland ist ja der Exportweltmeister, also. Wie bitte? Deutschland ist ja der führende Exporteur der EU, dadurch passt es ja eh wieder. Genau, aber da sehen wir dann gleich eine Kette an Problemen, die heranziehen. Aber wir sehen, dass die Importpreise, die Einfuhrpreise wesentlich stärker gestiegen sind als die Ausfuhrpreise. Das liegt natürlich auch wieder an den stark gestiegenen Energiepreisen und aber auch an der Abwertung des Euros gegenüber dem Dollar, wodurch sozusagen der Anstieg der Energiepreise noch in Euro noch stärker ausgefallen ist. Und darf ich da noch einmal kurz einhaken? Ja. Es ist ja so, dass ja dieser Anstieg des US-Dollars ja Hand in Hand fast gegangen ist mit einem, oder vorläufig war ja dann schon der Anstieg der 10-jährigen Staatsanleihen, der Hauptzinsrate eigentlich. Und da hat es bei uns auf bachemann.com eine Diskussion heute, glaube ich, gegeben, wo man gesagt hat, dass die Federal Reserve die EZB ein bisschen in Zugzwang bringen möchte, beziehungsweise unter Druck setzen möchte. Und dann hat ein sehr gescheiter Mensch, dessen Namen ich hier nicht erwähnen darf, wieder einmal geschrieben, nein, dem ist nicht so. Wie siehst du das? Naja, also ich komm gleich zurück. Ich führe noch schnell den Gedanken zu Ende. Okay. Mir geht es nur darum, weil das bei der Währung eben ist. Ne?
Genau. Ich komme gleich dazu. Dass also die Einfuhrpreise stärker steigen als im Augenblick die Ausfuhrpreise. Und jetzt haben wir hier eine Differenz. Und das heißt jetzt sehr exportorientierte Länder wie Deutschland, aber auch Österreich, da stehen sich jetzt an die Unternehmer vor dem Problem, dass die Inputpreise steigen und die Exportpreise aber weniger stark. Und jetzt ist das reduziert die Marge, insbesondere dann, wenn die höheren Preise am Weltmarkt nicht weitergegeben werden können. Und das wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Aber auch hier sehen wir wieder, wenn die Unternehmer die höheren Inputpreise weitergeben können, dann erhöht das den Inflationsdruck. Wenn sie es nicht können, dann kommen natürlich die Unternehmer, bekommen dann Probleme, wenn sie sozusagen die höheren Preise nicht weitergeben können. Das heißt, die Gewinne gehen zurück oder es führt dann sogar zu Verlusten. Und also das wird sich in den nächsten Monaten zeigen, Wochen und Monaten zeigen, ob die Konsumenten bereit sind, die höheren Preise zu zahlen, was dann die Inflation eben erhöht bleiben lässt oder nicht. Und ein Grund für die Schwäche des Euro ist, dass eben die Federal Reserve ja mit der Straffung der Geldpolitik schon begonnen hat. Also sie hatte das Anleihekaufprogramm schon, führt sie langsam zurück, während die EZB sehr, sehr vorsichtig ist bei ihren Ankündigungen oder bei ihren Ankündigungen, bei ihren Überlegungen, wann sie denn mit der Straffung der Geldpolitik beginnt. Und natürlich, jetzt sehr grob gesagt, aber als grobe Richtschnur hilft das natürlich, dass wenn auch der Wechselkurs bestimmt sich aus Angebot und Nachfrage und wenn jetzt der Dollar, die Dollargeldmenge weniger stark wächst als die Euro-Geldmenge, dann führt das dazu, dass der Dollar aufwertet und der Euro abwertet. Und ich glaube jetzt nicht, dass die Federal Reserve sozusagen da sich viel darum kümmert, was für den Rest der Welt das für Auswirkungen hat. Dazu ist sozusagen die Federal Reserve als führende Zentralbank, sie ist diejenige, die den Takt vorgibt. Ich würde umgekehrt sagen, die EZB gerät unter Druck, weil sie auf diese Straffung der Geldpolitik reagieren muss, will sie nicht die importierte Inflation fördern. Und okay, jetzt muss ich noch einmal einhaken. Darf ich dich darauf festnageln? Deine Meinung ist, dass die Federal Reserve die Zinspolitik, die in weiterer Folge dann den stärkeren US-Dollar hervorgebracht hat, das kann ich auch mal so sagen, oder ist das falsch? Okay, ja, das ist richtig. Und deine Meinung ist, dass diese Zinspolitik auch deshalb betrieben wurde, aus rein endogenen Gründen und nicht exogenen Gründen, dass sie nicht das Umfeld betrachten. Also das oder vermindert das Umfeld und eher sich selbst betrachten. Naja, also die, wie soll ich sagen, also wer der König braucht nicht darauf zu, also die Grafen müssen sich nach den Königen richten und nicht umgekehrt. Und wenn man so will, die Federal Reserve ist der König und die EZB ist der Graf. Okay. Also ich sehe nicht, wie die EZB die Federal Reserve irgendwie vor sich hertreiben könnte oder unter Druck setzen könnte, wenn dann ist es umgekehrt. Wir dürfen nicht vergessen, der Dollar ist bei Weitem die wesentlich bedeutendere Währung. Und die anderen Notenbanken haben sich sozusagen an der Federal Reserve zu orientieren, was übrigens in den Emerging Markets dazu geführt hat, dass diese Währungen auch unter Druck geraten. Und das ist natürlich für Länder, die im Dollar verschuldet sind, dann ein Problem. Weil wenn der Dollar aufwertet und die eigene Währung abwertet, sozusagen der Schuldendienst schwieriger wird. Dazu braucht man jetzt nicht eine ganz wahnsinnige Geldpolitik führen wie Erdogan in der Türkei, sondern das ist immer das Problem der Notenbanken, die sich eben an der Federal Reserve zu orientieren haben oder wenn ich halt in einer fremden Währung verschuldet bin. So wie die meisten Nationen natürlich im US-Dollar verschuldet sind, außer El Salvador, wie wir wissen, die jetzt auf ein Krypto-Dings setzt. Da kannst du mich auch gerne festnageln, das ist der direkte Weg ins Desaster, denn Anleihen in Bitcoin zu begeben,
Also, wenn ich keine Einnahmen in Bitcoin habe, ist also noch verrückter, als eine Anleihe in US-Dollar zu begeben, wenn ich wenige oder keine Einnahmen im US-Dollar habe. Also da, darauf lege ich mich jetzt auch fest. Aber das ist, auf der, Entschuldigung, ich möchte nur kurz noch zu Ende, für die Zuschauer zu Ende fertig führen. Dieser Tipp, den es da gegeben hat vorige Woche im Bitcoin und in den anderen Kryptowährungen, El Salvador hat 7 Minuten nach dem Tiefstkurs ordentlich zugeschlagen und hat 150 Bitcoins gekauft. Das muss man mal schaffen. In El Salvador war es da sehr spät am Abend, wie das Ganze passiert ist. Und man weiß ja, dass dezentrale Währungen ja nicht gesteuert sein könnten. Aber wie man sowas so genau erwischt und dass man da so schön einshoppen gehen kann, das ist ja ein richtiges Christmas-Shopping gewesen für El Salvador, sollte sich das Preisniveau von jetzt wieder hinauf bewegen, dann war ja das einmal nicht so schlecht. Aber generell gebe ich dir natürlich recht, eine Verschuldung in Bitcoin, eine Bitcoin-Einnahmen ist eine absolute desaströse Politik und es wird sehr interessant, was mit El Salvador passieren wird. Und vor allem, wenn sie dann wieder zurückgehen ins Normalgeldsystem oder Teile davon im Normalgeldsystem abwickeln müssen, ob jemand bereit ist, dann wieder ihnen auf die Beine zu helfen mit Fiat-Geld. Diese Frage stellt sich mir auch. Nein, also ich finde das ein sehr interessantes Experiment. Man wird sehen, wie es ausgeht. Ich meine, der Grund für eine Verschuldung in Dollar oder in dem Fall für Bitcoin wird sein, dass natürlich da die Zinsen sehr niedrig sind. Aber sozusagen, wenn man die Frage ist, wo kriege ich mein Einkommen her? Und wenn mein Einkommen in einer anderen Währung ist, die eventuell schwächer ist, dann habe ich irgendwann einmal ein Finanzierungsproblem. Und daher finde ich das ein sehr riskantes Spiel, aber man wird sehen, wie es ausgeht. Ich meine, ich lege mich, wie gesagt, fest, dass das der Weg ins Desaster ist. Ich lasse mich aber gerne und auch insbesondere für die Bevölkerung von El Salvador vom Gegenteil dann, oder lasse mich gerne widerlegen. Ja, du hast noch was in deinen Ausführungen erwähnt. Entschuldigung, Gregor, aber ja. Ich muss ja ein bisschen auch das dirigieren. Du hast es noch was in deinen Ausführungen erwähnt und das passt jetzt gerade gut, das war natürlich auch oder ist nicht geplant, aber den Erdogan und seine Politik ist ja nicht minder wahnsinnig, sagen wir mal. Und wie geht dieses Experiment aus? Dieses Land ist wesentlich größer, wir haben wesentlich als Zentraleuropäer wesentlich mehr Handel mit der Türkei als mit El Salvador. Wie geht das für die Türkei aus und wie geht das deiner Einschätzung, wir haben alle keine Kristallkugel, das wissen wir, auch für Europa aus? Ja, das ist eine spannende Frage. Ich meine, man muss sagen, dass Prognosen auch dann oder insbesondere dann schwierig sind, wenn erratisch agierende Einzelpersonen wie Erdogan in dem Fall das Zepter in der Hand haben, wo also wirklich schwer vorherzusehen ist, welcher Schritt als nächster kommt. Und da spielt natürlich auch sehr viel Politik mit hinein und auch Geopolitik. Also ökonomisch ist der Weg vorgezeichnet, aber ob das Ganze jetzt in einer Währungsreform endet, ich meine, die Türkei hat immerhin relativ viel Gold, oder ob dann Erdogan die NATO sozusagen erpresst und sagt, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützt, dann treten wir aus der NATO aus, weil die Russen und die Chinesen haben sozusagen ein interessanteres Angebot. Wie gesagt, das ist mehr Politik als Ökonomie. Ökonomisch kann man sagen, dass sozusagen die Bekämpfung der Inflation mit der Reduktion von Zinsen und vor allem auch mit einer sehr problematischen Fiskalpolitik nicht ein geeigneter Weg ist. Und der Rest ist in dem Fall dann Politik für Europa. Also ich glaube eben, dass das mehr dann eine politische Frage sein wird, ähnlich wie seinerzeit mit der Flüchtlingsthematik, wo Erdogan ja auch, wie soll man sagen, mit der EU sehr intensiv verhandelt hat und dann für sich, ich meine, einen finanziell zumindest interessanten Deal herausgeschlagen hat. Aber wie gesagt, das ist mehr Politik. Aber darf ich noch eine Zusatzfrage oder eine Bemerkung? Wir hatten das vor 10 Jahren. Die Griechen und die Türken hatten im Tourismus ja ziemlich das gleiche Modell. Schöne Landschaften oder teilweise schöne Landschaften, viel Sonne.
und Nähe von Zentraleuropa. Die Griechen konnten nicht abwerten, die Türken konnten abwerten. Früher, vor 20 Jahren, ist jeder nach Griechenland gefahren. Wie die Türken dann abgewertet hatten, hat sich das Bild dann sehr gedreht und es sind ja sehr viele in die Türkei geflogen. Ich kenne auch jetzt wieder Menschen, die gerne unten sind und sagen, ja, es ist irrsinnig billig, dort Golf zu spielen und so weiter. Kann man sich die Türkei, der Tourismussektor in der Türkei ist wahrscheinlich zu gering, dass er sich aufgrund dieser zusätzlichen Nachfrage dann wieder hinaufhangeln können, so wie sie es vor 12, 13 Jahren gemacht haben, oder ist das nicht sichtbar? Naja, gut, man muss auch noch sagen, die Tourismusströme in der Türkei sind, gerade was die Touristen aus Russland betrifft, dann auch wieder politisch gesteuert oder sehr stark beeinflusst. Naja, bis zu einem bestimmten Punkt geht das. Nur wenn die Inflation aus Kontrolle gerät, das heißt, wenn in der Bevölkerung das Vertrauen in die Währung verloren geht, dann hilft das auch nicht mehr. Also das sind Maßnahmen, um eine sage ich jetzt für Österreicher und Deutsche, unangenehm erhöhte Inflation einzuholen, wie es auch die Italiener regelmäßig gemacht haben oder die Spanier. Aber das setzt immer voraus, dass Vertrauen in die Institutionen und damit in die Währung noch gegeben ist. Wann das kippt und ob das kippt, das ist ökonomisch natürlich nicht vorherzusagen, weil das ist ein psychologischer Masseneffekt. Ja. Und wie gesagt, das hängt dann eben viel auch mit dem Vertrauen in der Türkei sehr stark in Erdogan ab, wobei es natürlich auch mal Möglichkeiten gibt, durch Gesetzeszwang die Leute in der Währung zu halten. Aber das ist sehr oft dann der Weg eigentlich ins Desaster, mit Venezuela auch gesehen. Also irgendwann einmal muss man dann einen Schnitt machen, der ziemlich sicher halt auch ein politischer Schnitt ist, wenn sozusagen die politisch Verantwortlichen das Land da in den Ruin getrieben haben. Also wie gesagt, da ist man dann sehr schnell in der Politik drinnen. Für Erdogan werden die nächsten 2-3 Monate, auch wenn dieser Satz in Österreich sehr bemüht wurde, oder dieses Wort entscheidend werden. Und ich würde jetzt auf jeden Fall keinen Urlaub in der Türkei für nächsten Sommer buchen. Das wäre mir viel zu unsicher. Aber ja. Das war jetzt ein kleiner Ausflug aufgrund meines Wunsches, weil du eben das angesprochen hast. Ich darf dir jetzt bitten, ich habe dir jetzt ein bisschen rausgeholt aus deinem Vortrag, kann man fast sagen. Aber ich darf dir jetzt bitten, dass du da weiter deine Erklärungen uns abgibst. Ja. Also ich wollte noch 2-3 weitere Argumente bringen, warum die Inflation sozusagen eher erhöht bleiben wird. Wir haben einen Aspekt, der gerade jetzt auch in Deutschland die Inflationsrate in die Höhe getrieben hat, nämlich die CO2-Abgaben, die ja überall eingeführt werden sollen, in welcher Form auch immer. Und die erhöhen die Bruttopreise und nachdem die Bruttopreise sozusagen gemessen werden, wirkt das jetzt sozusagen inflationserhöhend. Man darf auch die These aufstellen, dass die geplante grüne Revolution, also das heißt die grüne Wende bei der gesamten Wirtschaft auf Nachhaltigkeit umzustellen, die Rohstoffpreise sehr stark erhöhen wird und sozusagen nicht nur über diesen administrativen Preiseffekt die Inflation erhöht, sondern weil die Rohstoffe, die für die grüne Transformation der Wirtschaft notwendig sind, jetzt schon relativ knapp sind. Und wenn sozusagen die ganze Welt dann auf einmal oder relativ konzentriert sozusagen diesen Wandel vollziehen wird, dann dürfte das die Rohstoffpreise sehr stark nach oben treiben. Und ein Aspekt, der mir sehr wichtig ist und wo ich mich wirklich wundere, dass die Zentralbanken das kaum berücksichtigen, und zwar in einer langfristigen Fundamentalanalyse auch, ist der demografische Wandel, der über so weite Teile der Welt hineinbricht, aber kurz- oder mittelfristig. Du meinst Babyboomer? Genau, Babyboomer gehen in Pension und wir haben natürlich sozusagen immer weniger junge Leute. Und das heißt, die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer nimmt massiv zu. Also das Arbeitskräftemangel wird sozusagen das Thema der nächsten 20 bis 40 Jahre sein. Das ist also sozusagen ein grundlegender Wandel, der auch nicht mehr sozusagen aufzuhalten ist. Vielleicht ist ein bisschen zu bremsen und zu abzumildern.
Aber das wird, wie gesagt, erhöht jetzt schon die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer, wird aber in den nächsten Jahren immer stärker werden. Und auch da sehe ich sozusagen eher das Argument auf Seiten, dass das zu einem höheren Inflationsdruck führt. Ja, also insofern finde ich die Position von EZB-Präsident Christine Lagarde, die nur bemüht und auch des restlichen EZB-Direktoriums mit Ausnahme des jetzt ausscheidenden, also plus des EZB-Rats mit wenigen Ausnahmen, insbesondere Jens Weidmann, der aber jetzt dann ausscheiden wird, dass die Inflation nur vorübergehend sein wird, schon bemerkenswert. Gerade jetzt hat die EZB, ich weiß nicht, wer es genau war, heute gesagt, dass die Inflationsrate nächstes Jahr zurückgehen wird. Ja, das ist schon klar. Also wir sind jetzt bei 4,9%, aber zurückgehen, wenn sie auf 3% zurückgeht oder auf 2,5% zurückgeht, ist sie noch immer deutlich über dem Ziel von 2%. Und da sollte man sich dann auch nicht in die Irre führen lassen. Lagarde hat ja auch letzte Woche ein berühmtes Statement abgegeben mit dem Hump. Mit dem Hump, das ist ein sogenannter Kamelbüttel. Und sie hat es grafisch beschrieben, das ist wie eine kleine Berganhöhe, wo es hinten wieder runter geht. Der Hayek wird im Grabe rotieren, weil der ja sagt, wenn Inflation einmal losgelassen wird, sie nicht mehr einzufangen sein. Lagarde hat ja nebenbei mit diesem Hump auch, auch was vielleicht zwischen den Zeilen, aber vielleicht auch unabsichtlich Komisches gesagt. Das I want to hump somebody heißt, ich möchte jemanden besteigen. Okay. Und ich glaube, dass sie zwischen den Zeilen auch sagt, die EZB besteigt gerade die Sparer, um sie ordentlich durchzu und ihnen das Ersparte wegzunehmen. Aber eine derartig unglückliche Wortwahl oder wann zwischen den Zeilen derartig lustige Wortwahl, ist man eigentlich von einer EZB-Chefin oder einem Chef nicht gewohnt. Und auch ihre Prognose ist ja, du kannst mich gern korrigieren, meiner Meinung nach absolut falsch, dass es hinten dann all along runtergehen wird. Und wie, warum macht man sowas? Glaubt sie, dass sie durch diese Ankündigung die Möglichkeit sieht, dass sich die Menschen im ökonomischen Verhalten anders verhalten, als wenn sie das nicht sagen würde? Oder ist ihr das völlig egal? Bunkerstimmung und einfach durch. Also ganz kurz, also meine erste Assoziation war Humpty Dumpty aus Alice im Wunderland. Kann man auch machen. Der sich die Welt so dreht, wie es ihm gefällt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder das war zumindest meine Verbindung, die ich hergestellt habe. Also ich muss zugeben, also bei der Frage der Inflation kommt es natürlich eben auch sehr stark auch aufs Vertrauen an. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe Christine Lagarde am Anfang verteidigt, also nicht nur wegen der berühmten 100 Tage, sondern weil sie bei einer der ersten Sitzungen oder Zinsentscheidungen auch gesagt hat, die Aufgabe der EZB wäre es nicht, den Spread in den Anleihen, also die Zinsdifferenz zwischen deutschen und italienischen Anleihen, die zum damaligen Zeitpunkt wieder angestiegen ist, zu reduzieren oder zum Verschwinden zu bringen. Für diese Aussage wurde sie sehr stark gescholten und ich weiß nicht, ob das ein Bruch war, aber zumindest hat sie sich seither nicht, ob sie sich inhaltlich weiterentwickelt hat, ist eine Sache, aber ich finde es katastrophal, wenn jemand, der ein hohes Amt bekleidet, unsicher wirkt. Und das, sozusagen, man muss ja nicht unbedingt kompetent sein, aber man muss zumindest Kompetenz ausstrahlen. Also für die Kompetenz kann man ja auch sozusagen dann Zuarbeiter haben und man ist halt dann der Kopf dieser Institution und dann reicht es oder ist es zumindest das geringere Übel, es ist sogar ein Positivum, wenn man dann Kompetenz ausstrahlt und die Leute Vertrauen in diese Position, in diese Person haben und damit in die Institution. Und das habe ich bei Christine Lagarde eben nicht und ich muss ehrlich sagen, wenn man also ich folge da auf LinkedIn. Ein Drittel ihrer Stellungnahmen sind zum Klimawandel, ein Drittel zur Frauengleichberechtigung. Man mag das für wichtige Themen achten, aber mit Geldpolitik hat das wenig bis gar nichts zu tun. Und man merkt aber, dass sie in diesen beiden Bereichen, wo sie als Politikerin oder wie eine Politikerin spricht, sich wesentlich wohler fühlt. Und das würde mir eher Sorgen bereiten,
dass sozusagen einen guten Steuermann erkennt man daran, wie er durch den Sturm dann das Schiff bringt. Und da habe ich meine erheblichen Zweifel, dass das Christine Lagarde und überhaupt sozusagen das Direktorium und der EZB-Rat tatsächlich schaffen. Also da, das sind die Sachen, wo ich eher Bauchweh bekomme. Und ja, aber vielleicht hier werden wir am Ende ihrer Laufzeit, ihres CEOs-Daseins oder Direktoriums-Daseins, werden wir vielleicht den Zinssatz auf die Zinssätzin umgewandelt haben, weil das scheint ja wichtig. Und die Zinssätzin wird dann auf minus 20 sein, was dann die Genderisten ja auch wieder auf den Plan rufen werden, weil das kann ja dann nicht negativ sein, wenn es die Zinssatz ist. Ja, aber das meine ich eben, also das zeigt ja schon, wie wenig ernst, Chris, auch weil wir jetzt zwei nicht repräsentativ sind, aber ich fürchte, dass das weiter verbreitet ist und dass eben Christine Lagarde nicht wirklich ernst genommen wird. Und man braucht sie nur bei Pressekonferenzen zu ökonomischen Themen beobachten, wie unsicher sie einfach wirkt. Und wie gesagt, das kann am Anfang einer Amtszeit sein und da soll man nicht auch jetzt sozusagen da gemütlich aus dem Sofa sitzend den Stab brechen. Aber wie gesagt, würde man mit so jemandem eine Transatlantiküberquerung mit dem Schiff machen oder mit jemandem, der mehr Ruhe ausstrahlt. Und ja, das muss jeder für sich selber beantworten. Es gab ja bei uns auf Bachheimer.com den berühmten Saga, als der Wechsel von Draghi zu Lagarde kam, wir werden uns den Draghi noch zurückwünschen, was ich nur milde belächelt hatte, aber es ist offensichtlich jetzt schon soweit mit der Humpty-Dumpty-Dame. Aber das war wieder von mir jetzt ein leichter Umweg. Darf ich dich wieder bitten? Ja. Insofern ich dich nicht zu sehr unterbrochen habe jetzt, dass du weiterführst, deine Ausführungen bitte. Sehr gerne. Ich will jetzt zum zweiten Thema kommen, zum Thema Basiseffekt, der ja im Regelfall bei der Inflationsrate von Ökonomen ins Felde geführt wird, nämlich dass der Basiseffekt dazu führt, dass die Inflationsrate jetzt so hoch ist und das ist nur ein Nebeneffekt. Und ich möchte das aber jetzt auf die Wirtschaftswachstumszahlen anwenden, wo das merkwürdigerweise so gut wie gar kein Thema ist. Bevor ich da näher ins Detail gehe, zunächst einmal etwas Allgemeines zum Wirtschaftseinbruch 2020. Ich habe mir ein paar Länder ausgewählt und ich habe immer die These vertreten, dass also die Länder, die einen relativ hohen Anteil am Tourismus haben, wesentlich stärker betroffen sind und die Auswahl der Länder hier zeigt das auch. Die negative Ausnahme, komme ich dann gleich dazu, ist Deutschland. Aber wir sehen ja sehr stark hier tourismuslastige Länder, eben von Spanien, Griechenland, Italien, Frankreich, Österreich auch mit sehr tiefen Einbrüchen im Vergleich dazu Schweden. Und ich werde jetzt keine Diskussion darüber beginnen, über die Corona-Maßnahmen in Schweden, die zum Teil lockerer, aber zum Teil auch viel strenger waren als jetzt in Österreich. Man kann sich den Stringency Index anschauen und da sieht man, dass gerade im Sommer 2020 Österreich viel lockere Maßnahmen hatte als Schweden. Also das ist nur das eine. Das zweite ist jetzt, was sagt der Basiseffekt? Das Entscheidende ist, dass sozusagen die prozentuale Veränderung abhängt vom Basiswert, vom Grundwert und dass man sich das sehr schnell täuschen lässt. Ich bringe mal ein abstraktes Beispiel. Gehen wir davon aus, dass die Wirtschaftsleistung in einem Land 100 ist und die fällt dann auf 75 und damit um 25%. Und jetzt steigt sie im nächsten Jahr von 75 auf 100 wieder. Das ist aber jetzt ein Anstieg von 33%, weil eben die Basis niedriger ist. Und das ist dieser Basiseffekt. Und die Illusion, der man schnell unterliegt, ist die, man sagt also, es gibt ein Minus von 25%, dann gibt es im darauffolgenden Jahr ein Plus von 25%. Und dann sagt man, okay, wir sind wieder da, wo wir am Ausgang
wo wir waren, bevor sozusagen der Einbruch kam. Und das ist natürlich falsch, weil eben der Anstieg, die plus 25% von einer niedrigeren Basis aus berechnet werden. Oder ähnliche Variante ist, also Einbruch um 25%, dann gibt es einen Anstieg um 33% und dann denkt man ja, okay, jetzt stehen wir nachher besser da als vorher, wenn man in Wirklichkeit wieder bei den 100 ist, von denen man bei denen man war, bevor der Einbruch kam. Und was wir jetzt haben, ist natürlich dieser extreme Corona-Schock, also die Lockdowns, insbesondere während der ersten Welle, wo ja so gut wie alles zugesperrt wurde, wo ja auch der Handel sehr stark beeinträchtigt war, wenn auch nur für einige Wochen und Monate, auch die Baustellen, auch wenn nur kurzfristig, aber doch eingestellt waren. Und jetzt ist es natürlich für ein Land, dass sozusagen ich habe einen externen Schock und den nehme ich dann wieder weg. Das heißt, ich komme, also vereinfacht jetzt gesagt, wieder zur Normalität zurück. Und das ist natürlich, je tiefer ich gefallen bin, desto einfacher, desto höher ist dann auch das Wachstum, wenn wieder alles ist wie davor. Wir wissen, dass die Realität viel komplizierter ist. Aber deswegen sind zum Beispiel die, und Spanien ist jetzt ein bisschen eine Ausnahme, wenn wir uns Griechenland anschauen, Italien anschauen, Frankreich anschauen, ist es natürlich für die Länder viel leichter, ein hohes Wachstum zu generieren, als Länder, die nicht so stark eingebrochen sind. Also man sieht da grob ein Muster, wie gesagt, es gibt immer wieder Ausnahmen. Wo war das relevant? Also es gab im Sommer in der deutschen Presse, das relativiert das ein bisschen, einige Berichte über das tolle Wirtschaftswachstum in Italien. Also sagen, da wurde vom Wirtschaftswunder Italien gesprochen. Wie gesagt, Deutschland steht wirklich sehr schlecht da, aber da kommen wir auch gleich dazu. Aber der Großteil dieses Anstieges ist natürlich einfach nur geschuldet, dass es im Jahr davor in Italien viel tiefer runterging als in Deutschland. Also während vor Corona sind beide gestanden. Italien ist dann flach am Boden gelegen. Deutschland war nur in der Hocke. Na okay, natürlich steht dann Italien. Also wenn beide dann bucklert gehen, hat Italien natürlich die größere Distanz vom Gatsch zurückgelegt. Aber das ist jetzt an sich keine Leistung. Ich meine, da kommt dann die Politik hinein, dass man natürlich Draghi aus gewissen politischen Gründen als Wunderwuzi darstellen will, der Italien herausführt aus Jahrzehnten der Stagnation und des schwachen Wachstums. Also das war jetzt besonders stark bei Italien in den Medien zu vernehmen, wo aber kaum ein Journalist eben auf diesen Basiseffekt verwiesen hat. Und naja, Bachem.com hat ein Alpenökonom immer wieder darauf hinverwiesen. Genau, aber das waren bei anderen, also ich habe auch mit einigen Freunden diskutiert und war dann sehr erstaunt, dass man da mit der Argumentation des Basiseffektes nicht hineinkommt, nicht durchkommt. Was hast denn du für Freund? Wie bitte? Was hast denn du für Freund? Naja, ich bin froh, dass meine Freunde auch anders denken als ich, weil sonst wäre es ja langweilig. Aber ja. Also bin ich ja erst sozusagen da wirklich auf die Spur gekommen. Es ist eben auffällig, dass bei der Inflation der Basiseffekt immer erwähnt wird und damit sozusagen die Sorge vor einer dauerhaft höheren Inflation zerstreut werden soll, während bei den jetzt Traumwachstumsraten das niemand erwähnt. Ja. Und natürlich kommen jetzt Sondereffekte dazu und da gebe ich zu, dass mich Griechenland, wie ich die Zahlen jetzt zusammengestellt habe, überrascht hat, denn meine These war, dass sich jene Tourismusländer besonders gut erholt haben, die mit dem Auto erreichbar sind. Warum Griechenland jetzt tatsächlich so stark gewachsen ist, obwohl man nach Griechenland nur mit dem Flieger kommt, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber es gibt... Naja, Entschuldigung, Wiener kommen nur mit dem Flieger, Steirer fahren auch mit dem Auto hin. Also so wie ich einmal. Also. Ja, und der Ostbankurti fährt mit dem Ski nach Athen. Aber ja, cool. Das ist natürlich eine keine wissenschaftlich vertretbare. Ja, oder, das war eine kleine Breitseite. Nein, passt schon.
Und Deutschland, muss man sagen, da sieht man meines Erachtens die auch sehr starke Exportabhängigkeit. Und ich habe den Chart aber jetzt nicht da, die katastrophale Entwicklung des Autosektors. Also der ist ja wirklich am Kollabieren. Und auch ein Trend, der schon länger anhält. Und deswegen waren vielleicht die Deutschen, haben dann mit Neid auf Italien geschaut. Aber gut, da hätte man mit Neid auch fast auf Österreich schauen können. Wobei man auch immer sagen muss, die Zahlen sind natürlich aufgrund der ganzen Corona-Situation alle mit Vorsicht zu genießen. Denn in Österreich haben wir jetzt eh schon wieder den nächsten Lockdown gehabt. Sehr schön, finde ich, hat dargestellt das Problem des Basiseffekts, meines Wissens nach als erstes die Österreichische Nationalbank mit ihrem Echtzeitindikator. Also hier wird versucht, man kennt das auch aus den USA und das haben jetzt, glaube ich, schon einige Länder, möglichst zeitnah, also mit wenigen Wochen Abstand, ich glaube, es sind sogar nur 2 oder 3 Wochen Abstand, BIP-Zahlen zu bekommen. Man nimmt da zum Beispiel die Kreditkartenumsätze, also die Anzahl der Kreditkartenumsätze oder den LKW-Verkehr oder den Stromverbrauch her und versucht hier sozusagen eine erste Schätzung zu geben, wie sich das BIP entwickeln wird. Und wir sehen hier kurz nochmal die, sozusagen, dass bei 1 kam der erste Lockdown, der scharfe Lockdown, wo fast alles zugesperrt wurde. Also Entschuldigung, das ist die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts auf Wochenbasis, aber aufs Jahr hochgerechnet. Das heißt, diese minus 27% hier bedeuten, wenn die Wirtschaftsleistung im ganzen Jahr gewesen wäre, so wie in der ersten Aprilwoche oder der letzten Märzwoche 2020, dann wäre das Wirtschaftswachstum über das ganze Jahr gesehen um 26% eingebrochen. Verständlich. In Wirklichkeit ist es um 6,5% eingebrochen, aber das zeigt eben, wie stark die wirtschaftliche Aktivität geschwankt ist. So starke Schwankungen haben wir ja sonst natürlich nicht. Das war ja Lockdown-bedingt. Hier sehen wir auch noch, das sind Vorzieheffekte. Da wussten die Leute schon, dass ein Lockdown vermutlich kommt, auch wenn es die Regierungen bestritten haben. Das war dann die Zeit, wo die Leute Nudeln und Klopapier eingekauft haben. Also es wurden da Einkäufe vorgezogen. Deswegen gab es da eine, sozusagen eine Woche mit einer sehr starken Wirtschaftsleistung nach oben. Und dann geht also das ganze Jahr vorüber. Und dann kommen wir also zu dem Problem, was machen wir jetzt genau ein Jahr nach dem ersten Lockdown? Wenn wir jetzt, und jetzt haben wir diese rote Linie hier. Und das ist der Jahresvergleich. Das sind also die typischen Zahlen, die wir, also die Jahresvergleichszahlen, die sozusagen der Standard sind. Und hier ist natürlich die Wirtschaftsleistung extrem stark nach oben gegangen. Warum? Weil sie im Jahr davor eben Basiseffekt so stark eingebrochen ist. Und wir sehen sogar, hier sind die plus 27%, hier haben wir ungefähr minus 27%, aber das ergibt nicht null, sondern das Minus war, und das ist eben jetzt gerechnet auf die Zeit von vor dem Corona-Einbruch, hatten wir noch immer ein Minus von 6%. Und da sieht man also jetzt sehr schön diesen Basiseffekt. Und die Nationalbank hat dann hier eine zweite Kurve berechnet. Und das ist jetzt der Vergleich mit der Vor-Corona-Zeit. In dem Fall ist es dann immer 2 Jahre zurück. Das ist also der Vergleich jetzt mit dem mit der letzten Märzwoche 2019. Andere vergleichen es dann zum Beispiel mit Ende Februar oder mit Ende Dezember. Das ist immer auch die Frage, welche Zahlen man hat. Und da sieht man, dass man dann zum ersten Mal im Sommer, der in Österreich extrem gut gelaufen ist, wo der Tourismus sogar stärker war als im Sommer 2019, was mich persönlich sehr überrascht hat, zum ersten Mal über das Vorkrisenniveau herausgekommen. Und jetzt sehen wir hier wieder den aktuellen Lockdown, der in welcher Form auch immer, für wen auch immer, irgendwann, also ab Montag oder was, schrittweise von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich zu Ende gehen wird. Genau. Und das ist eben. Darf ich nur noch eine Frage stellen, was mich interessiert? Entschuldigung. Ja. Der oberste Bereich im Minusbereich, das ist andere Investitionen, weil die sind ja fast auf Null gegangen noch im vorigen Jahr im Sommer schon. Das heißt, da hat man wieder kräftig investiert.
Ja, es war so, also wenn man sich das anschaut, dann sieht man hier, also blau, das ist klassisch der Lockdown, wenn die Geschäfte zu sind, privater Konsum ist dann nicht möglich und zieht dann das BIP sehr stark hinunter. Dieser ockerfarbene Ton, das sind die normalen Exporte, ja, ohne Tourismus. Und hier war eben der Handel durch die ganzen Grenzschließungen sehr stark behindert und es waren ja auch die Fabriken geschlossen, also etc. etc. Und da sieht man, dass man, wenn man so will, gelernt hat und seit Oktober jetzt bei uns ist dieser Effekt entweder bei null oder sogar positiv, ja, weil eben da... Deshalb habe ich nachgefragt, ja. Genau, dieser dunkle Ton, das ist der Tourismus. Und da sieht man halt dann auch die ganzen Lockdowns und der Ausfall der Wintersaison, wie wichtig eigentlich der Tourismus, also das sind die Auslandstouristen, bitte, okay, das sind ja, Tourismusexporte, ja. Das sind also Ausländer, die in Österreich Urlaub machen, okay? Der Binnentourismus ist bei privater Konsum und was hast du, andere Investitionen, genau, das war halt dann da auch ein Investitionsstopp, weil eben alles gestanden ist. Und jetzt sind die schon wieder leicht im positiven Bereich. Wobei meine, aber man muss ja eins sagen, es waren ja die Auftragsbücher übervoll. Es wurde ja auch vieles abgearbeitet. Und das wird man jetzt in den nächsten Monaten und Jahren sehen, wie sich die Investitionen tatsächlich entwickeln. Denn letztlich fehlen vielen Branchen die Einnahmen von mehreren Monaten bis fast einem Jahr. Also wenn die Wintersaison wieder ausfällt, dann sprechen wir von zwei Wintersaisonen, die schon ausgefallen sind. Und also ich erwarte, dass in gewissen Branchen die Investitionen sehr stark zurückgehen werden, zumal ja auch die Staatsschulden durch höhere Steuerausgaben, durch höhere Steuern oder niedrige Ausgaben irgendwie zurückgefahren werden müssen. Also da kommt das dicke Ende mit Sicherheit noch. Also wichtig ist sozusagen, sich von diesen Traumzahlen nicht in die Irre führen zu lassen. Politisch wird das natürlich dann gerne instrumentalisiert, weil die Regierung sich dann damit brüsten kann, das größte Wirtschaftswachstum seit den, weiß nicht, 70er Jahren oder reale Wirtschaftswachstum seit 70er Jahren oder 80er Jahren hervorgerufen zu haben. Aber wie gesagt, das ist vor allem ein statistischer Effekt, der auch nicht so schnell aus der Welt zu bringen ist, außer man macht halt dauerhaft den Vergleich mit Vor-Corona-Zeiten. Und machen das andere Zentralbanken auch, diese BIP-Schätzung wöchentlich oder 14-tägig? Nee, also ich weiß, in den USA machen das einige regionale Reserves, Atlanta, New York und dann mal, glaube ich, noch Kansas auch noch. In Österreich hat auch das Wirtschaftsforschungsinstitut einen eigenen Echtzeitindikator, auch für Deutschland dann. In Deutschland bin ich mir eben gar nicht sicher. Die Bundesbank hat nur vor ein paar Jahren ein Paper dazu geschrieben. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht geschaut, ob da mittlerweile also irgendeine Institution in Deutschland den auch hat. Und das ist ein bisschen auch Lokalpatriotismus, müssen wir ja auch ausziehen, die lokale Karte, wenn wir sie schon haben, in der Qualität. Genau. Und der letzte Punkt, und das ist jetzt eh schon der dritte Punkt, der mir auch wichtig erscheint, ist, wir vergessen natürlich schnell, insbesondere dann, wenn ein Thema wie Corona so omnipräsent ist, und zwar nicht nur im Arbeitsalltag, sondern im Alltag ganz allgemein, nämlich wie die Zeit sozusagen vor Corona war, die wirtschaftliche Lage, weil ja eben gerne der Eindruck auch erweckt wird, dass wir jetzt sozusagen aufgrund dieses, also dass sich bei den jetzigen Wachstumszahlen um tragfähiges und dauerhaft höheres Wirtschaftswachstum handelt. Und Sie merken vielleicht schon, ich bin dann so der Ernüchterungstyp. Wie war denn die Situation, bevor Corona über die Welt fegte? Und die war halt alles andere als rosig. Ich habe hier auch wieder sozusagen als kleinen Mosaikstein, ein bisschen ein Potpourri,
den IFO-Geschäftsklimaindex von Deutschland herangezogen. Und wir schauen uns einfach sozusagen den aggregierten Wert an, also das Geschäftsklima als Ganzes. Und da sehen wir, dass eigentlich seit Jahresbeginn 2018 das Geschäftsklima ständig nach unten sich bewegt hat. Also sozusagen, das war sozusagen eine Situation, wo sich in Deutschland schon früher, das ist die Industriekonjunktur, aber weltweit hatten wir einen ähnlichen Trend, dass sich das Wirtschaftswachstum und auch die Stimmungslage deutlich abgekühlt hat. Also nur um einige Dinge in Erinnerung zu rufen. Im zweiten Halbjahr 2019 hat die Federal Reserve die Zinsen dreimal gesenkt. Ja. Also das war während der Handelskrieg gegen China, aber auch wegen der Konjunktursorgen. Also der Zinssenkungszyklus hat lange vor Corona begonnen. Auch in China hatte sich damals schon das Wirtschaftswachstum deutlich eingebremst. Den demografischen Wandel habe ich schon erwähnt. 2011 lag das Wirtschaftswachstum in China noch bei 9,5%. 2019 waren es 6,1% und der IWF hat für 2020 das Wirtschaftswachstum für China auf 5,8%, also die Prognose war auf 5,8%. Also das war ein allgemeiner Trend und jetzt haben wir sozusagen dieses komplette Corona-Durcheinander und wir sehen natürlich auch, dass es hier das Geschäftsklima, das ist natürlich auch eine Erwartungshaltung, natürlich auch von Emotionen getrieben und neigt dann vielleicht auch zur Übertreibung. Aber wir sehen auch hier, dass der Gipfel schon erreicht ist und das war aber Mitte 2021. Das ist jetzt noch nicht so lange her, das war vielleicht später Frühling 2021 und seither auch wieder eine Abwärtsbewegung zeigt. Und ich würde eben erwarten, auch wenn das Geschäftsklima eben auch eine sehr stark subjektive Komponente hat, dass wir einfach an diesem Trend hier anschließen, weil es gibt ja keine objektiven Gründe, warum jetzt plötzlich global und auch in den einzelnen Ländern die Lage so viel anders sein sollte als vor Corona. Also das ist ja auch was mich sehr wundert in den Debatten. Es wird entweder so getan, als hätte Corona in eine Hochkonjunkturphase eingeschlagen und jetzt hat man sozusagen wie ein Boxer sozusagen einen Schlag oder mehrere Schläge abbekommen, ist gedaumelt, aufgestanden und dann geht es halt wieder mit Juche weiter. Und es war eben nicht der Fall. Und jetzt haben wir natürlich, Deutschland ist ein Sonderfall, auch mit diversen Sondereffekten, auch diese rekordhohe Spreizung zwischen Auftragseingängen und tatsächlicher Auftragsabwicklung, weil eben zum Beispiel eben aufgrund der Upschwung auf der Lieferketten. Wie komme ich jetzt wieder? Wir sind noch nicht fertig, zurück. Ja, ich muss wieder zurückfinden. Dem Chipmangel in der Autoindustrie und ähnlichen Sachen. Aber wie gesagt, die allgemeine Wirtschaftsentwicklung davor war schon nicht rosig. Und der Unterschied. Darf ich da nur was ergänzend einfügen? Ja. Besonders im Euroraum hatten wir, das weiß jetzt natürlich keiner mehr, oder es wird natürlich nicht mehr von den angeschlossenen, dem Staat angeschlossenen Medien erwähnt. Wir hatten ja schon wieder massive, in einigen Bereichen der EU, massive Staatsverschuldungskrisen. Und dann hat man natürlich noch ordentlich ins Taschel gegriffen, um die Corona-Maßnahmen irgendwie auszugleichen. Nicht die Corona-Schäden, das sage ich jetzt bewusst so. Und das wurde auch nicht mehr erwähnt und wurde auch vergessen, dass wir ja vorher schon, wir erinnern uns alle nur an die Italien-Geschichten, welche Ideen da gekommen sind, dass die Italien irgendwie nach Maastricht wieder in die Kriterien hineinrutschen. Bei Frankreich hat man das gleiche Problem gehabt, nur wurde das nicht erwähnt, ist wieder was anderes. Aber wir hatten vorher schon die Staatsverschuldungsgeschichten. Die Staatsverschuldungen haben auch nicht rosig ausgeschaut. Die Corona-Maßnahmen haben dafür gesorgt, dass die noch exorbitanter gestiegen sind. Und heute redet auch darüber kein Mensch eigentlich über das Ganze. Das ist das Merkwürdige, wie Corona auch gleichzeitig ein, so wie es das du jetzt ansprichst, ein Löschblatt oder ein Tintenkiller für die Phase ist, die davor war,
Naja, und das erinnert sich einfach keiner mehr. Ja, und das ist eben, also bei Italien sicher eben auch politisch, also als damals die Fünf Sterne mit der Lega regierten, kam, glaube ich, jede Woche ein Artikel über die italienische Staatsschuldenproblematik. Seit Draghi ist das kaum mehr vorhanden, auch wenn die Staatsverschuldung mittlerweile in Italien über 150% liegt. Wobei ich immer gesagt habe, dass Italien eigentlich nur ein Ablenkungsmanöver für Frankreich ist. Ja. Und bei der These bleibe ich. Also Italien wird, und wenn man jetzt die impliziten Schulden dazu rechnet, also die Anwartschaften, die Leute ans Pensionssystem und Ähnliches haben, dann steht Italien sogar besser da als Deutschland. Also das war auch damals nicht ganz gerechtfertigt, so auf Italien einzuschlagen. Aber wie gesagt, das war für mich ein reines Ablenkungsmanöver für Frankreich, denn Frankreich und Deutschland hatten 2012, glaube ich, war es, mit 80% Verschuldung, waren nahezu ident. Und während die deutsche Verschuldung dann sogar unter 60% 2019 gefallen ist, lag Frankreich damals schon knapp an der 100%-Marke. Ist jetzt bei 110, glaube ich. Und also das so, da verteidige ich dann Italien. Aber es ist eben auffällig, dass die stark gestiegene Verschuldung in Italien jetzt kein Problem ist. Es wird dann immer damit gerechtfertigt, dass die Verzinsung auf die Staatsschulden durch die Niedrigzinspolitik beziehungsweise durch das niedrige Zinsniveau jetzt keine große Rolle spielen. Aber das finde ich auch, ehrlich gesagt, alles sehr naiv, denn es wird ja nachgeradezu getan, als wären würden die Zinsen dauerhaft zu niedrig bleiben. Oder umgekehrt, wenn man diese These vertritt, dass die Zinsen nicht sehr stark steigen werden, die These teile ich auch, dann heißt das, dass die Zentralbanken die Schulden weginflationieren werden müssen. Entweder wird das eine oder das andere passieren. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass die Zentralbanken die Zinsen gedrückt halten werden, um Staatsbankrotte zu vermeiden, wobei es ja nur explizite Staatsbankrotte sind. Also eine Weginflationierung ist ja nichts anderes als ein verdeckter Staatsbankrott. Aber wie gesagt, es ist ja eben auch nicht zu erwarten, das ist nur der entscheidende Punkt, dass nach den Aufholprozessen, die wir natürlich aufgrund der Corona oder aufgrund der Lockdowns jetzt erleben und auch nachdem sich die Lieferkettenproblematik lösen wird, dass dann alles eitel Wonne sein will. Es gibt dafür überhaupt kein stichhaltiges Argument, eben im Gegenteil, die Staatsverschuldung ist gestiegen. Wir haben die Riesenpensionierungswellen. Wir haben auch einen Generationenwechsel bei der Politik. In Deutschland sieht man es zum Teil, wo wir auch immer mehr Politiker bekommen, die höhere Inflationsraten entweder nicht als Problem sahen, das ist ein bisschen weltanschaulich, aber sie auch vor allem nicht erlebt haben. Das ist ja noch einmal etwas ganz anderes. Und ob die grüne Wirtschaftspolitik, die da betrieben wird, nachhaltig schaffen kann, da habe ich so meine Zweifel, vor allem wenn man sich den Energiesektor anschaut und wie die Deutschen, ich glaube es sind 18% der Stromleistung, wollen die bis Ende 2022 vom Netz nehmen. Schauen wir es an, aber egal, da kommen wir jetzt zu weit. Ich will nur sagen, dass sozusagen der Wirtschaftskörper, auf den Corona gestoßen ist, auch ganz ohne Coronavirus schon beim Hüsteln war, und eben eine Gesundung nicht wirklich plausibel argumentiert werden kann. Und will heißen, man sollte sich darauf einstellen, dass wir, also ich sehe Arbeitslosigkeit jetzt nicht als das große Problem aufgrund des demografischen Wandels, aber dass natürlich das Wachstum gedämpft bleibt. Aber wenn alle in Pension sind, haben wir auch ein Problem, ne? Naja, wie gesagt, die Probleme verschieben sich auch. Also ich verstehe auch nicht, man müsste bei den Wirtschaftsstatistiken viel mehr gehen auf Pro-Kopf-Zahlen, denn erwerbstätigen Zahlen. Ja, auf jeden Fall auf Pro-Kopf-Zahlen stärker gehen, denn eine schrumpfende Bevölkerung per se ist natürlich kein Problem. Aber natürlich, was mache ich wozu muss das warum muss das BIP warum muss das BIP wachsen, wenn die
Bevölkerungsanzahl zurückgeht. Das ist das für den Wohlstand entscheidend ist, das Bruttoinland, also materiellen Wohlstand entscheidend ist pro Kopf. Und dass man sozusagen das Bruttoinlandsprodukt von Staaten miteinander vergleicht, das ist eher eine politische Kategorie, weil das eine Machtfrage oder sozusagen für Machtpolitik eingesetzt werden kann. Und das ist auch vollkommen legitim, so ist halt Politik. Aber ökonomisch ist es vollkommen egal. Man würde ja gerade so tun, als würde in Liechtenstein deswegen arme Menschen leben, nur weil das BIP von Liechtenstein so niedrig ist. Na, pro Kopf ist es natürlich sehr hoch. Und es ist für die Leute sozusagen entscheidend. Aber auch da, also wie gesagt, man soll jetzt die Dinge nicht schlechter darstellen, als sie sind, aber auch nicht schöner darstellen und will auch nur heißen, sozusagen die Aufgaben, wirtschaftspolitischen Aufgaben sind mehr oder weniger die gleichen geblieben, wenn auch der Rucksack aufgrund der Schulden ein schwererer ist. Und also das wird insofern dann in den nächsten Monaten und Jahren durchaus interessant werden. Aber es ist nicht so, dass die Regierungen sozusagen davon ausgehen können, dass in Österreich der Fall ist, dass allein durch Wirtschaftswachstum die Corona-Schulden verschwinden werden. Das halte ich für eine sehr gewagte Annahme. Allein wenn man auch dazu bedenkt, dass ja die Steuereinnahmen 2019 von den Corona-Hilfszahlungen 2020 ja übertroffen wurden in Österreich. Das ist ja schon einmal ein Alarmsignal. Aber was wir noch nicht besprochen haben, was eher in meinen Betrachtungen immer ist, ist die Tatsache, dass China sich auch vor Corona schon mit Auslandsinvestitionen zurückgenommen hat. Das heißt, die sind das erste Mal wieder geschrumpft. Und natürlich für die Weltwirtschaft natürlich ein gewisses Signal ist. Und jetzt heuer im ersten zwei Quartalen sind auch die Investitionen ausländischer Firmen in China geschrumpft. Das heißt, die Weltwirtschaft, weil China ist im Moment der Motor, da können wir machen, was wir wollen, aber die Weltwirtschaft zieht sich eher zusammen. Kann ich das direkt daraus deuten oder nicht? Ja, das ist vielleicht eine zu schnelle Schlussfolgerung, denn China hat ja die Grundlagen der Wirtschaftspolitik geändert. Also sie hat jetzt wirklich diese drei Kreisläufe-Politik, also möchte mehr sozusagen die Binnenwirtschaft stärken. Und dadurch werden natürlich Auslandsinvestitionen per se geringer, wenn man mehr im Inland investieren will. Übrigens etwas, was ja die neue deutsche Regierung auch vorhat, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber auch bei China hat eben auch einen massiven demografischen Wandel. Sie haben natürlich ein massives Problem am Immobiliensektor. Und sie werden jetzt durch eine heftigere Krise gehen, nur dass wir die gesamte Welt auch zu spüren bekommen, wenn die Exporte aus welchem Grund auch immer zurückgehen, dann hat das bei uns wieder natürlich eine inflationsfördernde Wirkung. Das meine ich ja eben auch. Und ich möchte noch ergänzen zu den demografischen Problemen, dass die Chinesen ja, wie ich Jugendlicher war, sind sie auf die Ein-Kind-Politik gegangen. Ja. Dann waren sie still und heimlich vor 6, 7 Jahren oder vor 8 Jahren auf die Zwei-Kind-Politik gegangen. Mittlerweile sind schon wieder 3 Kinder straffrei möglich. Und das bei 1,4 Milliarden Menschen, das bedeutet ja auch etwas. Das heißt, da muss man sich ja auch auf zu Hause konzentrieren, wenn man das machen möchte. Aber wir wissen auch, dass jemand massiv wachsen wollte. Und da würde ich jetzt bewusst auch als Ökonomen fragen, das ist eher machtpolitische Sache, wenn ein Riesenreich auf Mehrkindpolitik umschaltet, dann wird sie ja auch expandieren müssen, oder? Naja, also das eine ist, Elon Musk hat ja, glaube ich, auch gestern getweetet, dass ohne Kinder die, ich glaube, er meint westliche Zivilisation den Bach runtergeht. Aber man muss eins sagen, wir reden ja, also weil du jetzt gemeint hast, sozusagen Soldaten züchten, um das jetzt ein bisschen sozusagen salopp auszudrücken. Nein, das habe ich aber nicht gemeint.
Ja, aber da reden wir von 20, 25 Jahren. Das Zweite ist natürlich, haben wir auch bei hier einen Basiseffekt, denn dadurch, dass es schon wesentlich weniger Frauen im gebärfähigen Alter gibt, können die natürlich, auch wenn die Kinderanzahl pro Kopf wieder steigt, sind das dann absolut, das ist gescheit, ja, nicht so viele Kinder. Und ich teile grundsätzlich die These von Gunnar Heinsohn, ist das, glaube ich. Also um Krieg zu führen, braucht man vor allem überschüssige, also junge Männer, also im wehrfähigen Alter, also überschüssig deswegen, weil es zu wenig Frauen gibt. Und dieses Zeitfenster gibt es in China sicher noch ein paar Jahre. Es wird sich dann schließen. Und wenn, dann wird China in den nächsten Jahren sozusagen diesen Männerüberschuss loswerden. Einsetzen. Ja, es kann auch ein Loswerden sein. Das ist, der Begriff ist vielleicht gar nicht so falsch, weil natürlich junge Männer, die keine Frauen finden, nicht unbedingt Stabilitätsfaktoren für eine Gesellschaft sind. Aber man kann es auch anders ausdrücken. Hier hat man dann auch Soldaten, auf die niemand wartet, was vielleicht auch für die Kampfmoral vorteilhaft ist. Aber wie gesagt, wir sehen hier einen Transformationsprozess, der sich natürlich auch politisch sehr stark ausdrückt und auch institutionell, nämlich weg von der ohnehin schon völlig überholten Ordnung, Zweiten Weltkriegsordnung, siehe UN-Sicherheitsrat, hin zu einer Weltordnung, die den Umstand reflektiert, dass mit China insbesondere, aber wir dürfen Indien auch nicht vergessen, wir dürfen gewisse afrikanische Staaten nicht vergessen, hier auch zu Wirtschaftsmächten mittlerweile aufgestiegen sind oder im Begriff sind, dahin aufzusteigen und natürlich auch einen politisch, global politisch einen Einfluss haben möchten. Und das Ganze führt natürlich zu Unruhe, aber das ist etwas, Fragen, die sich jede zweite, dritte Generation konfrontiert sieht. Also es mag vielleicht angenehmer sein, in ruhigen Zeiten zu leben, aber das sehe ich insofern wieder nüchtern, weil das der normale Gang der Welt ist. Die Aufgabe für jede Generation ist es, das im Idealfall friedlich zu bewerkstelligen. Die Geschichte lehrt, dass das im Regelfall nicht friedlich über die Bühne geht. Aber noch einmal, das ist jetzt schon weit vom Ökonomischen entfernt. Aber natürlich haben wir auch auf der ökonomischen Ebene hier Auswirkungen, nämlich will ich bei Schlüsselgütern oder Schlüsselrohstoffen von Ländern abhängig sein, die ich politisch klein halten möchte? Oder vielleicht auch für unsere Situation in Europa jetzt umgemünzt. Klar sind wir bei dem, und die ganze CO2-Thematik beiseite lassen, sondern rein nur uns die Warenströme anschauen. Klar ist es, dass wir von der arabischen Welt aufgrund unserer Erdöl- und Erdgasimporte abhängig sind. Eine grüne Transformation der Wirtschaft bedeutet aber natürlich, dass wir diese Abhängigkeit deutlich zurückfahren würden, aber insbesondere von China. Aber dann sind wir von den Grünen abhängig, bitte. Wie bitte? Dann sind wir ja von den Grünen abhängig. Ja, also... Was ist denn los immer? Nein, aber Europa ist nun eine relativ rohstoffarme Region und so ist es nun einmal. Und das ist dann, das spielt sich natürlich damit in die Politik ein, sozusagen will ich bewusst Länder ökonomisch abhängig machen, so unter dem Motto wie bei Russland, wenn sie uns Gas liefern, dann kommen sie auch nicht auf die Idee, außenpolitisch aggressiv zu werden, weil dann würden sie auch die Gasexporte verlieren. Oder ist genau das Gegenteil der Fall? Und wie gesagt, da ist Ökonomie im Sinne von dem, was Politik will oder fördert oder verhindert, nachrangig. Also wenn es halt ein Gesetz gibt, ich darf mit Land Y keinen Handel treiben oder darf Gut X nicht importieren, dann drückt sich das natürlich in der Ökonomie, oder drückt sich ökonomisch aus, aber die Ökonomie ist da sozusagen nach der Politik nachgereiht, auch wenn sie natürlich sehr starken Einfluss auf politische Entscheidungen auch wiederum hat, klarerweise. Ja, lieber Gregor, ich habe soeben von der Regie das Signal bekommen, zu Ende zu kommen. Sehr verehrte Zuschauer, lieber Gregor, danke dir mal vorerst.
Warte, ganz kurz, dann darf ich noch kurz auf die Bücher hinweisen. Also zuerst mich für die Einladung bedanken. Und sozusagen in einigen Büchern habe ich mich mit diesen Thematiken auch auseinandergesetzt. Das Neueste ist die Nullzinsfalle. Wer das, die Thematiken vertiefen will, kann das in den Büchern tun. Ja, haben wir gerne zugelassen, diese Werbung. Danke nochmal fürs Erscheinen. Liebe Zuschauer, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder Kamingespräche gehabt. Ich glaube, es gibt heuer noch ein oder zwei am Mittwoch und nächstes Jahr wird es weitergehen. Wir haben einige positive Reaktionen bekommen. Ich danke vielmals dafür. Ich glaube auch heute, dass es sehr viele gute Einsichten gegeben hat, zumal ein anderer mal geredet hat und nicht ich. Und ich glaube, dass Sie da Ihre Lehren daraus ziehen können. Und wenn das eine oder andere nicht immer so positiv erscheint, es ist halt einmal so, wir müssen die Realität, wir sind ein freies Medium, Bachem.com, aber auch Okidok, und deshalb sind wir Realität verpflichtet und nicht der Politik verpflichtet. Bleiben Sie aber trotzdem bitte fröhlich. In diesem Sinne einen wunderschönen Abend. Pfiat euch.